Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. Unsere kleine Familie liegt im Bett und es ist Sonntagmittag. Okay, na gut. Ach so, die waren ja unterwegs, genau. Wir hatten ja in der letzten Folge einen kleinen Familienausflug gemacht und jetzt waren sie alle müde. So war das, genau. Dann lassen wir die mal ein bisschen schlafen. So. Bis sie wieder alle soweit fit sind. Hä? Himmel. Stopp. Nee, ganz stopp. Lukas muss ja arbeiten, das habe ich ja ganz vergessen. Wann muss der denn los? Um 17 Uhr wird er geholt. Oh je. Hast aber nicht mehr viel Zeit, dann steh mal wieder auf. Das nenne ich Pech. Oh, reinigen kaputt. Was ein Glück haben wir zwei Toiletten. Ja, das wird heute nichts mehr mit einem schönen, gemütlichen Sonntag für Lukas. Das habe ich völlig aus den Augen verloren. Der Gute muss arbeiten gehen. Oh, hier sieht es auch wieder aus. Nun gut. Also mal schauen, ob der Rest der Familie das noch schafft. Oh, bei ihr geht das mit der Energie wieder. Wie sieht es bei Felix aus? Auch soweit okay. Hausaufgaben sind gemacht. Er möchte ein Sandwich essen. Und mit Rebecca spielen. Und mit Lukas spielen. Okay. Ja, 17 Uhr. Ich würde sagen, ihr dürft wieder aufstehen. So. Dann kannst du mal... machen, was du willst. Und die Mama steht auch mal auf und geht... Ups, wo will er hin? Zieh dir mal was an. Guck mal, ob es den Jungen stört, wenn du mal hier reinigst. Aha, dich stört das, okay. Gut, dann... Nee. Geh mal hier hin, Mittagessen servieren. Nee, Chefsalat. Mach doch mal ein paar Hamburger, komm. Ach ja. Jo, und schon wieder älter geworden. Wie alt bist du eigentlich mittlerweile? Ui, in 15 Tagen wird Sonja zum Knacker. Und Lukas natürlich auch. Und Felix in 4 Tagen zum Teenager. Na, das geht doch wieder rasant vorwärts. Leckere Hamburger. Der Papa ist auf Arbeit. Ui, und hier muss mal geputzt werden. Naja, hilft da alles nichts. So, ja, dann komm her. Wer läuft da? Patrizio, oder? Ja, der Patrizio. Komm, es gibt Hamburger. Ja. Guten Appetit, Ida. Schwören die Fliegen vom alten Essen. Denn bei ihr aus. Sie muss morgen wieder. Und braucht noch eine Logik-Mahlzeit. Ah, es geht um die PlayStation. Wie Minus. Dass Titania keine Freundin mehr ist. Na gut. Huch. Entschuldigung. So. Na komm, dann ess noch was. Das hat nicht so satt
gemacht? Ihn schon. Gut, du kannst abspülen. Abspülen. Und das auch bitte abspülen. Kinder dürfen hier auch was arbeiten. Ja, ich weiß. Da ist ein Schrank. Und da ist auch eine Spülmaschine. Ach ja, muss ja immer auf das Ding steigen. Gut, dann... Ja, kriegst du den auch noch abgespült? Ach toll. Wie schön er einräumt. Supi. So, hier ist noch dein Kinderprogramm. Da kannst du noch ein bisschen Fernsehen gucken. Oder, warte mal. Nee, das machen wir anders. Du kannst mal die Rebecca anrufen. Du kannst dich mal ein bisschen mit der unterhalten. Die wolltest du doch zur Freundin haben. Das ist doch die da. Genau. Plauder mal mit der. Soziale Kontakte sollte man pflegen. Oh. Ach, mal wieder so eine Mitteilung. Okay. Eine Spielerin des SimCity Bowling Clubs wurde mit einem verstauchten Knöchel eingeliefert. Es sind noch eine ganze Reihe anderer Patienten vor ihr an der Reihe. Doch Lukas hat gehört, dass die Bowling-Spielerin eine einflussreiche Frau ist. Soll er die Spielerin nun zuerst behandeln oder soll er ihr einfach auf den Kopf zusagen, dass sie genau wie alle anderen warten muss, bis sie an der Reihe ist? Also, ich würde das genau machen. Ich würde ihr sagen, warte gefälligst. Aber wir ignorieren das wie immer. Säuber das mal bitte. Säuber das mal bitte. Bring mal den Müll raus. Und dann darfst du dich hier auch mal um dieses Ding kümmern. Jo, gehört leider auch mal zu den Pflichten einer Mama. So, und du kannst jetzt ein bisschen Fernsehen gucken. Ah, er ist Platin. Das heißt, jo, die zwei haben sich angefreundet. Das heißt, der Wunsch ist erfüllt. Jetzt können wir das eine 1 bekommen festmachen. Und er möchte sich eng mit ihr anfreunden und mit ihr spielen. Ja, das ist doch okay. Typischer Kinderwunsch. So ein bisschen darfst du noch und dann geht's auch bald wieder ins Bett. Damit du morgen für die Schule auch fit bist. Ne? Ja, bei ihm mache ich jetzt nicht ganz so viel, was diese Fähigkeiten betrifft, weil da kommen wir mit Teenageralter schon auch genug dazu. Ui, was guckt er denn da, wie andere Kinder irgendwelche Flamingos umtreten? Aha, Gartenzwerg. Ja, das lernen wir auch alles noch kennen. Dann mach mal aus. Kannst du mal Bäumchen ernten, gießen? Und ins Bett gehen. Aha. Genau. Das machst du schön. Fein. Ja, die Mama hat das Klo gemacht. Super. Dann darf sie noch aufwischen. Darf doch gleich alles wieder benutzen. Sie hat erfolgreich gesäubert und einen Sauberkeitspunkt bekommen. Ja, und weil es Sonntag ist, darf sie mal ein Sprudelbad nehmen. Komm, bisschen Luxus darf sein. Und damit das nicht so lange dauert, können wir das mal beschleunigen. Oje, um den Garten hätte sich auch noch jemand kümmern dürfen. Felix, kannst du Gartenarbeit machen? Für sowas werden Kinder doch auch gerne eingespannt. So, und dann geht's ins Bett. Wann muss sie auf Arbeit?
Oh ja, auch früh. Okay. Du, bade mal ein bisschen schneller. Gute Nacht. Und Lukas ist wieder da. Och Mist. Ist das Essen trotzdem wieder schlecht geworden? Okay, dann recycle das mal. Haben wir noch eine Zeitung zum Recyceln? Ja. Die wir die Zeitung hinlegen. Ja, du darfst gleich duschen gehen. Moment. Erstmal machst du ein bisschen Ordnung. Was braucht er denn? Ja, er hätte diese Obergeil gebrauchen können. Egal. Kriegt er auch gleich noch seine Portion. Putzen. So. Das können wir direkt mal ein bisschen. Da ist aber soweit alles okay. So halb voll. Irgendwas. Wir könnten doch auch mal wieder. Hatten wir lang nicht mehr. Mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Jupp. Aha. Denn Freunde? Nö. Er hat alles, was er braucht. Da ist sein Punkt. Das reicht doch dann auch. Dann legen wir ihn auch wieder schlafen. Ja. Gute Nacht. Dann schlaft schön. Ich krieg gerade die Meldung, dass die Fahrgemeinschaft in einer Stunde kommt und würde sagen, meine Zeit ist auch schon fast wieder rum. Das ist ein guter Zeitpunkt, um einen Break zu machen. Ich hoffe, die Putzarie hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.